Einen wundervollen, wunderschönen guten Morgen, liebe Geschwister. Wir haben ein paar Fragen von zwei Christen und einen, der noch am Überlegen ist, in meinen letzten Videos. Und darauf wollen wir heute eingehen. Es geht um den Sündenfall, also um die Sünde, ob Babys sünden, ob Babys in den Himmel kommen oder in die Hölle kommen, wenn sie gesündet haben, ob sie überhaupt sünden. Dann geht es darum, ob das Christentum bzw. das Judentum, damals bevor das Christentum entstand, eine Erfindung ist für ein Machtwerk, ein Machtinstrument. Und dann ging es noch um die Frage, warum betet, genau, Muslime fragen, warum betet Jesus Gott an, ja, wenn er doch selbst Gott ist. Gut, fangen wir mit den Babys an. Sind wir wirklich alle Sünder? Ich habe zwei Söhne, ja, und mein Zweitgeborener, der hat die Mutter von ihm, hat ein zwei, also wo mein Sohn geboren ist, hatte sie von einem anderen Mann schon einen Sohn, der 2,5 Jahre alt ist. So, ich versuche das heute mal ein bisschen kürzer zu machen. Und wir waren kurz in der Küche und mein Sohn war schon ungefähr, ich weiß nicht, 3/4 Jahr alt oder sowas. Ich habe da nicht aufgepasst, wie alt er jetzt war, deswegen erinnere ich mich nicht ungefähr. So. Und dann bin ich kurz in die Küche. Sie hat gekocht und habe kurz mit ihr geredet. Dann hörte ich ein komisches Geräusch, bin dann schnell ins Wohnzimmer und habe gesehen, wie der 2,5-jährige Sohn von ihr, von dem anderen Mann, meinen Sohn mit einem Kissen ersticken wollte. Habe ihn schnell genommen, am Arm gepackt und gesagt, das geht nicht und hin und her. Wir haben ihn nicht geschlagen, nicht gehauen und die Sache war wieder vorüber. Ja? Wir wissen, dass diese Sachen passieren. Ja, so. Das war ein Baby, keine 3 Jahre alt, 2,5 Jahre circa war der. Und warum hat er das getan? Eifersucht, Neid, ja, was auch immer. Und da sehen wir, dass das diese vom Satan, das sind ja Attribute von Satan, ja, Eifersucht, Neid und versuchen sogar zu töten, ja, dass das von Satan ist, dass das Sünde ist. Ja. Gehen wir weiter zurück. Ja. Warum so ein Extrembeispiel? Warum? Ja. Ihr wisst, dass ich immer Extrembeispiele nehme, damit man das auch wirklich akzeptieren kann. Weil ich könnte zum Beispiel auch sagen, meine Mutter hat mir gesagt, dass ich schon als Baby immer, ja, als Einjähriger schon, immer meinem Bruder das Essen weggenommen habe. Hier könnte man sagen, ja, das ist doch ganz normales Fressneid oder Essneid oder wie sagt man dazu, ne? Das ist Stehlen, ja? Das ist Diebstahl, es ist nicht gut, jemandem etwas wegzunehmen. Ja? Aber hier könnte man sagen, ja, wäre ein bisschen zu easy, ja? Und apropos easy, versucht bitte immer eure Fragen, die ihr habt. Das sind schwere Fragen, das sind sehr schwere Fragen, aber ihr müsst versuchen, das in der Einfachheit zu verstehen. Es euch einfacher machen, ja? Nicht zu schwer. Ihr könnt das durch eure eigene Logik oder eigenen Erfahrung nicht erkennen, ja? Manchmal eure Fragen. Dass euch die Fragen einfacher machen. Und wie ihr seht, ist es hier ganz klar zu sehen, dass wir alle Menschen, wirklich alle Menschen Sünder sind von Baby auf, ja? Von Baby auf. Ja, was ist mit einem jetzt könnte man es noch schwerer machen, ja. Was ist mit einem, der ein Tag alt ist? Nimm mal ein Baby, das ein Tag alt ist, ja. Immer in der Einfachheit denken. Tu das Baby mal an der Brustwarze der Frau, ja. Man macht sogar damit Tests, um das Baby zu prüfen, wie es funktioniert, wie es reagiert. Ja? Habe ich mal, glaube ich, in der Dokumentation gesehen. Ich glaube, mich irgendwas an sowas mal gesehen zu haben, zu erinnern. Und da habe ich gesehen, also ja, das Baby, wenn ihr das an der Brustwarze lässt, aber nicht wirklich dran lässt, ne? Nur ganz nah dran, das Baby riecht schon die Milch. Das Baby riecht die Milch. Ja? Und ihr lässt es aber nicht dran. Es fängt an zu kratzen, es fängt an zu kratzen und ja. Und dann fängt es an wütend zu werden. Wirklich wütend zu werden und zu kratzen. Und das sind Eigenschaften, die kein sündloses Wesen machen würde.
Ja, es kommt halt ein sinnloser Wesen, der würde halt eben nicht drankommen, aber was macht er? Er würde geduldig sein und hoffen, dass ihn irgendwann mal diese Arm am Bein loslässt und er irgendwann mal da dran kann. Und würde nicht kratzen und plärren und wütend werden. Ja? Das sind Eigenschaften von Satan, wütend zu werden. Die Wut ist Sünde. Ja? Also immer in der Einfachheit denken. Ja, wir alle Menschen sind Sünder. Kommen deswegen jetzt Babys in die Hölle, weil sie gesündigt haben, weil sie Jesus nicht angenommen haben, weil sie noch nicht getauft worden sind. So. Wir sind gnädig. Wir sind in der Liebe. Stellt euch vor 700 Jahren, wir wären mehr barbarisch oder sowas, ja, oder ein barbarisches Volk, die Wikinger als Beispiel. Und ich würde sehen, mein Sohn wurde von dem anderen Sohn mit dem Kissen fast erstickt worden. Ich würde sagen, ich wäre nicht barmherzig, ich wäre nicht gnädig, ich wäre ohne Liebe, ja, wäre noch ein bisschen geisteskrank oder sowas, oder sowas, ja. Wird das Baby den anderen Baby noch nehmen und die Kehle, den Hals umdrehen. Ja, sagen, aus diesem Jungen würde nichts werden. Ja, schaut mal, der wollte meinen Sohn töten. Ja, damals so Wikinger, weißt du, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine? Und hätten da die Kehle umgedreht. Aus dem wird nichts. Das wird später mal ein Mörder, ne? Zum Beispiel. Nein, ich war gnädig. Was heißt, ich war gnädig? Ich habe noch nicht mal sowas gedacht, ihn zu verletzen. Oder vielleicht war wütend, vielleicht war ich wütend, habe gedacht, jetzt erinnere ich mich ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ich habe ihn nur am Arm genommen und angemeckert und die Mutter genauso. Ja? Die hat noch nicht mal gar nichts gemacht. Sie hat mir das überlassen, wie ich reagiere. Und sie ist dann wieder in die Küche, hat weitergekocht und nichts. Ich habe mich wieder hingesetzt und auf die beiden aufgepasst. Ganz normal. Ja? Er hätte auch anders reagieren können. Doch ich war gnädig und in der Liebe. Ja? Weil ich habe ihn sehr geliebt. Ja? Den Sohn von ihr, von dem anderen Mann sehr. Und heute ist es ein wundervolles Kind, alle beide sind wundervoll. Ja? Sie lieben sich so sehr, klar, hat man mal Probleme mit dem Bruder. Aber sie spielen immer zusammen, sind immer zusammen, ja? Lieben sich total sehr, umarmen sich immer und sowas. Das ist einfach nur der Wahnsinn. So. Und ich als Mensch, ja, habe so reagiert. Was ist mit Gott?